Schnucklige Häuschen am rauschenden Bach. Na bitte, es geht doch gut los in Mellingen. Das Dorf liegt ganz nah bei Weimar und ist tatsächlich ein bisschen berühmt. Denn Lionel Feininger, einer der bekanntesten Bauhauskünstler, hat Mellingen mehrfach gemalt. Guck mal, 6 Bilder sind hier entstanden. Und eines, lese ich, soll sogar im Original beim Bürgermeister anzuschauen sein. Es wäre ja tatsächlich mal ein Grund, zur Gemeindeverwaltung zu gehen. Ich sehe aber auch das Bild nicht und kann nichts erkennen. Aber dann treffen wir Wolfram Müller. Halten Sie doch mal an! Aber nicht direkt auf der Straße, sonst wären Sie noch umgefahren. Nein. Es stellt sich heraus, er arbeitet für die Gemeinde und ist echt nett. Ich bin meistens krank. Ich habe zwar einen Schlüssel, aber ich denke, schön überhaupt nicht mehr. Oh ja. Und was sind Sie hier in der Gemeinde? Ne, Gemeindearbeiter. Ah. Vorarbeiter. Was macht man da so? Eigentlich alles. Ja. Von Sauberhalten des Dorfes über Reparaturen, alles, was so gemeindemäßig Rasenmähen, später, wenn es losgeht. Ah. Das Umfeld sauberhalten. Da ja. Haben sie aber gut gearbeitet, muss ich mal sagen. Danke. Sieht ganz ordentlich aus hier. So, ausnahmsweise. Die heiligen Hallen. Da hinten hängt's. Ach, und das ist es. Das ist es. Mellingen. Feininger, ja, da steht's. Das soll die Kirche sein, ja. Ja, das soll sein. Das ist der Blick von hier so. Ah. Okay, ich habe es mir jetzt irgendwie größer und spektakulärer vorgestellt, aber so ist es. Sonst hätte sie sich wahrscheinlich die Gemeinde nicht leisten können, wenn es größer und spektakulärer gewesen wäre. Ne? Da hat ringsherum hier im Landkreis Bam gemalt, also gezeichnet. Ja. Nicht nur Mellingen, Gelbenrode, Vollerschote, Possendorf, Weimar und sich selbst auch. Aber die Bösen überall verstreut. Und das hat mir wahrscheinlich angedeutet, die Kirche da. Gefällt Ihnen das? Ja, das ist Geschmackssache. Es geht so. Gibt Schlimmeres. Ja. So, das ist dieses. Wolfram Müller begeistert sich eher für handfestere Dinge. Alt müssen sie sein und aus Mellingen. Ja. Das ist unsere neueste Augenschaft. Das ist von der Kirchturmuhr das Werk. Das hier? Jawohl. Die wurde vorige Woche neu gemacht. Und dann haben wir das abgebaut und haben sie hergestellt. Wir können noch eine Treppe hochgehen, das ist ein Utensilien. Das ist meine Schatzkammer. Vorsicht, Kopf einziehen. Ja. Seit 20 Jahren, erzählt mir Wolfram Müller, sammelt er auf den Dachböden und in den Scheunen von Mellingen das, was andere wegwerfen. Rarität, so wurde früher gewaschen. Macht das Spaß? Ja, das macht Spaß. Schaut, dass sie wegschmeißen. Nun ist ein kleines Heimatmuseum daraus geworden. Zur Himmelfahrt soll es eröffnet werden. Das ist alles teilweise sogar aus dem Müllrausgut. Und da ich nun durch meine Tätigkeit hier, sehe ich auch mal schnell, wo ich was rumstehen, dann greife ich zu. Mittlerweile wissen die Leute es, wenn die Möhre kommt. Wenn die Möhre kommt? Das ist mein Spitzname. Was? Aha. Ach so, warte mal. Komm mal rein, ich habe was für dich. Und dann gucke ich mir das an. Nehme ich es nicht. Und warum heißen Sie Möhre als Spitzen? Wie kommt man denn zu Möhre? Einfach so. Als Kind. Dann haben wir gerne Möhren gegessen. Und dann hat sich das so ergeben. Die meisten kennen ja meinen richtigen Namen nicht immer, sondern nur einen Spitznamen. Ah. Aber ich habe kein Problem damit. Und die sagen dann wirklich, ey Möhre? Das ist auf dem Dorf so. Ja. Das ist nicht schlimm. Und essen Sie heute noch gern Möhren? Natürlich. In allen Varianten? Und in welcher am liebsten? Aus dem Garten, frisch aus dem Garten. Besser als Rosenkohl oder so.